En dan Marshal Victor, gouverneur in Berlin, Wien, 6 december 1807. Lieve Wetter, ik erhalte de brieven door deze met mij teilen dat de prins August van Preußen zich in Berlin slecht afschuurt. Daar zet ze mich nicht in erstaunen, weil keinen verstand had. Had zijn zijde daarmee verwacht in Corbett de vrouw van Steyr dan hoffen te maken. Daar kan nu slechte grondzetten aan genomen hebben. Man moet in ze treffen wissen als ze hem zeggen dat ze hem bij zijn eerste redden vastnemen. In een schloss sperren en in vrouw van Steyr als trusteren schicken werden. Es gibt nichts so plattes wie alle diese preußischen Prinzen. Anfangs der Polizeiminister, Paris Exen, Februar 1808. Geben Sie der berühmten Pamela, die sich in Calais als Madame Dufour erfüllte, einen Fass, damit sie in aller Sicherheit nach Paris kommen kann. Nach ihrer Ankunft lassen Sie sie so sicher kommen und sprechen Sie mit ihr über Irland und England. Ein Wörterlei Mitglied des Instituts Paris Februar 1808. Ist es wahr, dass ein gewisser Aschard in Berlin guten Zucker als Ahorn gemacht hatte und dass man ebenfalls aus Rüben Zucker machen kann. Ich bitte Sie, hierüber Untersuchungen einzustellen. Ein Hieronymus Napoleon, König von Westfalen, Paris 1, März 1808. Ich erhalte Ihren Brief von 23. Ich antworte Ihnen nicht, weil ich einem Menschen nichts zu sagen habe, der sich im zweiten Monat seiner Regierung an einen Holländer wendet, um in Wien zu intrigieren. Ist das Bosheit oder Undank? Es ist Lexen oder Mangel an Logik? Alles, was ich weiß, ist, dass mir die Sprache fällt, unter solchen Umständen zu reden. Ein Hieronymus Napoleon, König von Westfalen, Paris, 6. März 1808. Ich habe den Brief gelesen, den Sie an Brüggnot geschrieben haben. Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich Ihnen gesagt, Sie konnten Brüggnot und Simeon Solanger bei sich behalten, als Sie ihr bedürfen. Aber der Gedanke, Sie zu verteidigen, ist verrückt. Nur ein Franzose, der ohne Logik ist und sich kein Gedanken über die Folgen eines solchen Schritts mag, kann einen solchen Eid leisten. Ich versehe Ihnen, weil ich glaube, dass das nicht aus dem Herzen kommt, wenn der Dreieid sich auf ihre Person besieht, so liegt er bereits in dem Schwur, den jeder Franzose mir geleistet hat. Hat er aber als westfälischer Untertan geschworen, so fordern sie etwas, was der letzte Tambour in meiner Armee nicht so würde. Übrigens habe ich die Senatoren und Staatsräte niemals einen solchen Eid nicht geleistet. Die Franzosen, die in der unmittelbaren Umgebung des Königs sind, sind ihm in seiner Eigenschaft als französischer Prinzen verpflichtet worden und wären dieser Gründe selbst nicht Stickhaltung. So dürften sie doch nicht von Feinden und Fremden umgeben. Und Männer, die ihnen nützlich werden können, das Einziehen stellen, sie sollen ihre Vaterland aufgeben und zu Verbrechern werden. Ich habe wenig Menschen gesehen, die so wenig Maß zu halten verstehen.
wie sie, sie haben keine Ahnung und sie machen alles nach ihrem Kopf. Niemals entscheidet bei ihnen die Vernunft, sondern sie sind stets impulsiv und leidenschaftlich. Ich wünsche mit ihnen nur die für die auswärtige Politik absolut notwendige Korrespondenzen zu unterhalten, weil sie auf diesem Gebiet und Stimmungskeiten hervorrufen. Und das kann ich nicht dulden, was ihre inneren und finanziellen Angelegenheiten betrifft. So kann ich ihnen nur immer wieder sagen, was ihre Schritte der Chaos, nicht meinen Intentionen und Erfahrungen entsprechen. Auf diese Weise werden sie nicht viel erreichen. In jedem Fall würden sie mich sehr verbinden, wenn sie bei Maßnahmen, deren Folgen sie nicht beurteilen können, sich weniger in Szene setzen. Nicht ist lächerlicher als ihre den judengewährten Audienzen nichts so zurück. Wie ihre Schäfung des Moniteur de France. Ich habe es unternommen, die Juden zu bessern, aber ich versuchte mir hier einzusehen. Weit entfernt davon habe ich alles vermieden, was den Elendsten unter dem Menschenachtung beseigen konnte. P.S. von der Hand des Kaisers. Mein Freund, ich liebe dich, aber du bist grässlich jung. Behalte nur Simon und Bürgnot ohne Eide meintesten noch ein Jahr kommt, seit Kontrakt.